Als Dirk Pohlmann eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich vor Gericht und zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt, einer bräunlichen Abhörwanze. Vor ihm stand ein blütenweißes Häschen mit dem lustigen Namen Felix, das aufgeregt mit blutverschmierten Schneidezähnen klapperte und einen Prozess im Sinne Kafkas forderte. Felix war umgeben von den leblosen Hüllen seiner Opfer, denen er Leumund und Aura ausgesaugt hatte, betonte aber seine völlige Unschuld an deren Schicksal. Grüß Gott Internet, Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten aus Wikihausen. Zuschauer, wir bitten um finanzielle Rückendeckung für unser Projekt, damit wir auch weiterhin die zeitaufwendige Recherche innerhalb der Wikipedia betreiben können. Es gibt noch viele Dinge, die wir erzählen müssen, aber bisher noch nicht geschafft haben innerhalb der letzten 19 Folgen. Ja, und das alles kostet sehr, sehr viel Zeit, das herauszufinden, und Zeit ist eben halt auch Geld, deswegen bitte, bitte spenden Sie. Ganz wichtig, unsere Kontodaten haben sich geändert. Die neuen Kontodaten entnehmen Sie bitte dem folgenden Bildschirm und bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie eine Standardüberweisung machen, dass Sie das Stichwort Wikihausen dort als Verwendungszweck hineinschreiben, damit wir das von anderen Projekten trennen können. Vielen, vielen Dank. Ja, es war nicht nur Dirk Pohlmann, der vor Gericht stand, es war auch der einzigartige Markus Fiedler. Hallo Markus. Hallo, ein herzliches Hallo aus Oldenburg. Also, wir waren ja beide vor Gericht und es gibt gute Nachrichten zu dieser Sache, aber dann erzähl du doch mal, was widerfuhr uns im schönen Gerichtssaal zu Hamburg. Wir mussten ja eigentlich mal die Vorgeschichte erzählen, weil das hätte ja jetzt Bezug zu deinem Intro, was du gerade so schön angesprochen hast. Also wir fühlten uns ungefähr für ein Vierteljahr wie bei Kafkas Prozess. Das heißt also, wir haben ja haufenweise Eingaben gemacht zum Gericht, also auch mit Beweisführung. Und es ging ja um die zentrale Frage, gibt es ein öffentliches Interesse für den Autor Felix, dass wir ihn enttarnen dürfen? Und wir waren der Meinung, ja, es gibt dieses öffentliche Interesse, und haben also gesagt, es ist vollkommen legitim, dass dieser Autor mit Klarnamen genannt wird, nämlich Jörg Matthias Claudius Grünewald, ehemals Jörg Egerer. Und jetzt, wo ich das sage, ist schon klar, wir dürfen es inzwischen wieder sagen, jetzt haben wir schon die Pointe vorweggenommen. Das Gericht, zumindest was wir jetzt an Schriftwechseln hatten, also machte nicht den Eindruck, dass es irgendwie auf unsere Eingaben einging. Und das ging also ein paar Mal hin und her. Und unsere Stimmung wurde immer schlechter und wir fühlten uns schon an schlimmste Zeiten erinnert, beziehungsweise in andere Bananenrepubliken versetzt. Das klärte sich aber relativ schnell auf und dann kam die mündliche Verhandlung, und um die Ehre des Gerichts Hamburg wiederherzustellen, des Landgerichts Hamburg, es ist so, also mein Eindruck ist, es ist eben kein einfaches Thema, und die im Landgericht Hamburg kannten das so noch gar nicht, und wir mussten wirklich den H. Klein erklären, worum geht es da überhaupt eigentlich in der Wikipedia. Und also ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse während der Gerichtsverhandlung, also du hast ja selber auch vorgetragen und dann habe ich einen Teil vorgetragen, und ich merkte dann, dass bei unseren Vorträgen plötzlich so bei einigen Stellen dann die Augenbrauen hochzuckten, vor allen Dingen bei dem Richter, der uns ganz rechts gegenüber saß, also uns saßen ja drei Richter gegenüber. Mhm. Und man merkte dann so, oh, jetzt fängt es bei ihm an zu rattern. Also jetzt merkt er, irgendwas ist da nicht ganz stimmig von den Schriftwechseln, die er bisher kannte. Mhm. Ja, also es fing also damit an, also mein Moment, wo ich dachte, Mensch, also jetzt hat er was, also jetzt ist er aufmerksam geworden, war, als dann also die Gegenpartei, die durchaus von einer sympathischen Anwältin vertreten wurde, dann sagte, dass Felix ja nur einer von 18.000 Autoren wäre. Mhm. Und ich habe dann gesagt, 18.000 ist eine schöne Zahl, aber erstens veraltet, weil von vor 2-3 Jahren, es sind eigentlich nur noch zwischen 16.000 und 17.000 derzeit, je nachdem, in welchem Monat man reinschaut. Und es ist so, dass es halt, es betrifft die Autoren, die nur eine einzige Editierung in der Wikipedia machen, pro Monat. Mhm. Mit Felix sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben bei Felix einen Autor, der über die 10 Jahre gesehen, oder über 10 Jahre, die jetzt in der Wikipedia ist, also auf den Gesamtzeitraum, einen Schnitt
von 450 Bearbeitungen in einem Monat macht. Wenn wir uns nur das letzte Jahr angucken, dann sind wir bei rund 550 Editierungen im Monat. Und wenn wir uns den letzten, einen der letzten Monate angucken, die statistisch erfassbar waren, weil bis zum Zeitpunkt unserer Sendungsausstrahlung, der Sendung 10 von Wikihausen, das war also am, ich glaube, 3.9. war das, ne? Am 3.9.2018 haben wir das ja dann über YouTube veröffentlicht. Bis dahin war seine Statistik einsehbar. Und da hat man also zum Beispiel auch Monate dazwischen gehabt, die durchaus mit 1200 Edits aufgestellt waren. Das heißt, Felix hat 1200 Mal in die Wikipedia reingeschrieben. Alle möglichen Dinge. Das heißt aber, er ist ein sehr Intensivtäter, müsste man sagen, was die Wikipedia anbelangt. Und dann merkte man, das Gericht merkte so, also wir haben jetzt jemand ganz anderes da. Und dann hast du ja auch noch vorgetragen, das kannst du auch mal selber erzählen. Es waren so mehrere Stichpunkte, wo man merkte, jetzt dreht sich die ganze Geschichte. Also Felix war der Meinung, dass die Wikipedia anonym ist und dass er anonym bleiben darf in seiner Tätigkeit. Also er kann zum Beispiel meinen Eintrag editieren, wie er lustig ist, oder Leute in die Wikipedia reinschreiben, wie er lustig ist. Das ist sein Recht. Er kann also Leute in die Öffentlichkeit ziehen, wenn es ihm gefällt, aber er selber als Autor in Wikipedia muss unbedingt anonym bleiben. Also das nochmal zum Thema Anonymität. Die Anonymität geht ja nur, gilt nur auf der Täterseite. Niemand hat mich gefragt, ob ich will, dass mein Eintrag in Wikipedia erstellt wird. Ich habe keine Möglichkeit, so wie alle anderen auch, irgendwas an diesem Eintrag zu ändern. Also formal ja, de facto nein, was wir ja nun zur Gänze und Genüge nachgewiesen haben. Und es ging also bei der einstweiligen Verfügung um eine ganze Reihe von Punkten, mehr als 10, aber der entscheidende ist derjenige, ob das öffentliche Interesse an der Person, die diese Sachen bearbeitet, so groß genug ist, um eine sozusagen gegen seinen Willen eine De-Anonymisierung durchzusetzen. Nochmal, mich fragt niemand, ob ich de-anonymisiert werden will. In Wikipedia kann ich bearbeitet werden, wie ich lustig bin. Wenn es nicht reicht, geht es dann in Psi-Raum über. Ja. Aber Felix wollte anonym bleiben und das hat das Gericht jetzt unterbunden. Es gab zum Beispiel, ich hatte das Argument, was ich hauptsächlich hatte, war, dass Felix eben seine politische Tätigkeit, die er unzweifelhaft hat, als ehemaliger Bundestagskandidat der PDS und Parteigänger der Linken und Autor von 51 Bundestags- und sonstigen Abgeordneten, und eben seine freiwillige Tätigkeit für die israelischen Streitkräfte und was er ansonsten noch zu Israel und dem Thema Antisemitismus editiert. Er hat also seine politische Tätigkeit in das Internet, in Wikipedia verlagert und dort unter dem Vorwand eines objektiven Lexikons führt er seine nicht sehr erfolgreiche politische Karriere jetzt mit immenser Wirkung weiter durch. Das hat das Gericht in der Form jetzt, glaube ich, wirklich verstanden auch. Das ist auch das Problem, um das es im Grundsatz geht. Es geht nicht darum, dass wir einen einzelnen Editor, also Felix, einen einzelnen Autor, jemand, der eben hochaktiv ist, da raushaben wollen. Das wird nicht genügen. Ja? Also das heißt, er kann ja auch editieren, aber nicht zu den Themen, wo er vested interest hat. Ein Gewissenkonflikt ist es ja, ne? Also das heißt, man arbeitet nicht über Sachen, mit denen man direkt verbunden ist, zumindest muss man es dann sagen, oder eben sich kenntlich machen. Also die Minimumanforderung ist zu sagen, ich habe damit folgende Verbindung, muss man zum Beispiel bei wissenschaftlichen Aufsätzen, wenn man die veröffentlicht, machen. Das hatte Felix nicht gemacht und das ist jetzt eben entschieden und es ist in gewisser Weise ein Präzedenzfall auch, weil es wird noch bei anderen Personen, wir wissen ja auch bei einigen anderen mittlerweile, wer sie sind, wird es interessant werden, inwieweit man sagen kann, dass man jemand veröffentlicht, der in diesem Monopolinstrument Wikipedia, fünftmeist angeklickte Webseite der Welt, wenn man das alles zusammennimmt, völlig ohne Kontrolle und ohne Nachweis von Befähigung und so weiter editiert, ja, und dann eben diese Macht ausübt. Ich behaupte weiterhin, dass das verfassungsmäßig ein Problem ist. So, und jetzt hat sich zumindest in Sachen Felix, hat sich das Gericht angeschlossen, das haben auch Leute bemerkt. Man muss aber auch sagen, dass die schon einen großen Einfluss, diese Gruppe, hat über ihre angedockten antideutschen Kräfte einen Einfluss in den Medien. Also es kam gleich hinterher ein Artikel im Standard, in dem eigentlich gar nichts stimmt, in dem Artikel.
die unter der Überschrift lief, Verschwörungstheoretiker dürfen Wikipedia-Autoren enttarnen. Ja? Also wieder deswegen das arme Häschen Felix, was ich immer sage. Vielleicht ist es ja sogar so, dass diese, wie nanntest du das, dieses kreative Verhältnis zur Wahrheit, was du ja bezüglich Felix gesagt hast, dass das vielleicht so ein generelles Problem ist, diese Antideutschen, vor allen Dingen der, die halt öffentlich in den Medien zutage treten. Also ich glaube, es war auch ein Punkt, dass wir irgendwann mal dem Gericht klar machen konnten, dass nämlich genau dieses kreative Verhältnis zur Wahrheit bei Felix besteht. Also wir haben ja dann zum Beispiel also solche Aussagen, die so nah also an einer Falschaussage sind, auch noch unter eidesstattlicher Erklärung abgegeben. Also er hat ja zum Beispiel gesagt, er hat ja mit der, also für das Erwirken der einstweiligen Verfügung hat er ja angegeben, er ist nicht Mitglied der israelischen Streitkräfte. Mhm. Das ist insofern irreführend, weil das war auch nie unsere Aussage, haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, er war kurzfristig Mitglied oder mehrmals kurzfristig Mitglied im Zuge der Sahel-Übungen. Mhm. Freiwilligenverband. Also das heißt, das ist also ein Volontierprogramm, da kann man als Freiwilliger in der israelischen Armee dienen, offiziell nicht mit an der Waffe, sondern halt nur, wie du sagtest, in der Etappe, also alles Mögliche machen, außer bewaffnete Sachen. Und das ist also so, dass das war nie unser Punkt. Also wir haben also nie gesagt, er ist jetzt noch irgendwie Mitglied. Das wäre auch bei dem gehobenen Alter von Felix, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Mhm. Und das andere ist, dann waren noch ein paar mehr Aussagen drin, die alle schon so, also er insinuiert ganz häufig Dinge, die einfach so nicht stimmen. Zum Beispiel hat er ganz aktuell jetzt geschrieben, auf seiner persönlichen Seite in der Wikipedia, wer unbedingt wissen will, wer dieser Markus Fiedler ist, sinngemäß, der soll doch mal hier reinschauen. Der hat dann nämlich was zum Volkslehrer geschrieben und dieser Volkslehrer ist jemand, der zum Holocaust meint, das wäre eine Geschichte voller Lügen. Ungefähres Zitat Ende. Ja. Und das heißt also im Klartext für jeden normalen, unbedarften Leser, der Herr Fiedler, der macht sich gemein mit irgendwelchen rechtsradikalen Leuten da und das war aber gar nicht mein Punkt, denn die Überschrift von dem Artikel hieß Der Niedergang der deutschen Medien am Beispiel der Hetzkampagne zum Volkslehrer. Ja. Und da geht es nämlich darum, dass die Medien wieder besseren Wissens oder einfach vielleicht ohne, dass sie es wissen, so viele Details verdrehen bei dem Fall, dass es überhaupt nicht entscheidend ist, was der Volkslehrer da unbedingt zum Holocaust gesagt hat. Dazu habe ich mich übrigens auch eindeutig geäußert und gesagt, dass ich das unmöglich finde. Ja? Zitat aus meinem Artikel. Vollkommen unabhängig von Rechtsprechung und Gesetzgebung müsste einem auch der gesunde Menschenverstand sagen, dass derartige Meinungsäußerungen zu so einem sensiblen Thema sehr verletzend und verstörend wirken müssen. Das macht man nicht. Vor allem dann nicht, wenn man sich wie Nicola Nehrling in seinen Videos und Interviews mehrfach zum Gewaltverzicht und gegen Hassbotschaften bekennt. Ihm hätte auffallen müssen, dass so ein Plakat mit seinem Bekenntnis absolut nicht vereinbar ist. Ja, das brauchen wir auch gar nicht erklären eigentlich. Was die machen ist, was die immer machen, das ist, also sie haben uns wieder neurechts eingeordnet, also das für mich eine gewisse Skurrilität hat bei den Problemen, die ich als Linker über viele Jahre gehabt habe, über viele, 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 viele Jahre. Ja, und diese Leute sind, sie machen einfach ihre Technik. Es, wann immer ihnen etwas nicht gefällt, wird es quasi mit einem Hakenkreuzstempel versehen. Das machen die immer. Sie sagen Antisemitismus, irgendwelche rechten Sachen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass diese Antideutschen sind keine Linken. Sie vertreten keine linken Positionen. Sie sind für Angriffskriege. Sie sind für Militärintervention. Sie vertreten die Interessen imperialistischer Mächte. Sie haben keinen Fokus auf die gesellschaftliche Situation in Deutschland, also das heißt, sie treten nicht für die Rechte von Arbeitnehmern zum Beispiel ein, sondern sie achten eher darauf, dass die Finanzkapitalisten ungehindert arbeiten können und sagen, wer immer sie kritisiert, wer immer etwas gegen diese Methoden von also des neoliberalen oder marktradikalen Kapitalismus sagt, sei ein Antisemit, das seien alles antisemitische Codes. Das sind also Leute, die man eigentlich getrost als Spießgesellen oder Gehilfen von eben Militärmächten bezeichnen kann. Das sind keine Linken, aber sie kommen aus diesem Impetus, links zu sein und schaffen es immer wieder, auch Journalisten zu finden, die ihre Thesen vertreten und die dann eben sagen, die Anstalt ist antisemitisch und
Der Volker Pispers ist ein Putin-Troll und Uwe Steimle ist auch ein Antisemit. Also wann immer irgendetwas gesagt wird, was Ihnen leicht missfällt, kommen Sie mit dem schärfstmöglichen Vorwurf, der da genau, kommt. Und jetzt, jetzt haben wir genommen schon das Stichwort, unabhängig davon, dass es natürlich tatsächlich Antisemitismus gibt, aber gerade bei Uwe Steimle, ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Uwe Steinle sprach ja davon, er sagte, Amerika und Israel zetteln Kriege an und wir Deutschen haben den Scheiß zu bezahlen. Mhm. Zitat Ende. Und daraus wurde gemacht, dass er, das wäre eine antisemitische Äußerung. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was alles als antisemitisch bezeichnet wird. Also wenn man ist man antisemitisch. Es geht ja erstmal darum, wenn jemand von Israel spricht, es ist eindeutig aus dem Kontext, dass er nicht von der israelischen Bevölkerung spricht, sondern er spricht von der Administration bzw. den militärischen Kräften in Israel. Eine kleine Gruppe, die zweifelsohne, also gerade wenn wir jetzt von Kriegstreiberei sprechen, das geht ja immer von irgendwelchen Psychopathen aus, also ganz, ganz wenige Leute, die da die Finger im Spiel haben. Und was jetzt passiert ist, wenn ein Uwe Steimle sowas sagt, also Israel zettelt Kriege an, dann meint er damit nicht die israelische Bevölkerung, sondern er redet von der Administration. So, und dann wird aber, wenn man also diesen Antisemitismusvorwurf daraus macht, wird automatisch die ganze Bevölkerung in Geiselhaft genommen und behauptet, er hätte gesagt, das beziehe sich also auf die gesamte israelische Bevölkerung. Das macht überhaupt keinen Sinn in diesem Zusammenhang. Und so entstehen also diese Antisemitismusvorwürfe, die dazu geneigt sind, jemanden wirtschaftlich und gesellschaftlich in seinem Ansehen zu ruinieren. Und das ist immer dieselbe Methode. Und die ist übrigens auch schon mehrfach von Felix bei uns angewandt worden. Also dieser Jörg Grünewald, muss nochmal zu sagen, Jörg Grünewald gleich Felix gleich Jörg Egerer, hat ja sich mehrfach auf seiner eigenen Seite in der Wikipedia so herablassend zu uns geäußert und mehrfach, also steht immer noch drin, auch von vielen anderen Wikipedianern, dass da eine Hetzkampagne gegen ihn laufen würde und das wäre ja alles nur, weil er den jüdischen Glauben angenommen hätte und so weiter und so fort. Das interessiert uns gar nicht, sein Glaube. Es geht darum, dass er ein äußerst schwieriges Sozialverhalten an den Tag legt, um das mal sehr höflich zu sagen. Also sein Sozialverhalten ist unter aller Kajüte und wegen dieses Sozialverhaltens, was er da hat, deswegen sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Nicht, weil er irgendeiner bestimmten Religion angehört. Abgesehen davon müsste ich ja als Christ ja dann auch noch sagen, was soll ich denn gegen die jüdische Religion etwas haben, wenn ich doch weiß, dass eigentlich genau genommen die christliche Religion nichts weiter ist als eine jüdische Sekte. Dann müsste ich ja auch gegen meine eigene Religion was haben. Das ist ja dann Blödsinn, ist das doch. Also das ist Nonsens. Es geht wirklich hier nicht um religiöse Themen, es geht schlicht und ergreifend um Kriegstreiberei, wie du gesagt hast, und um Leute, die das in die Wikipedia transportieren, in Form von Felix. Und die Leute, also das auch sehr auffällig, die Leute, die sich in der Friedensbewegung engagieren und versuchen, Kriege und Aggressionen zu befrieden, die werden plötzlich von solchen Leuten wie Felix in der Wikipedia angegangen. Sehr auffällig. Also ich möchte noch mal eine Sache klarstellen dabei. Antisemitismus wäre die Feindschaft also gegenüber den Juden. Und auch es geht nicht nur um Israel und nicht nur um das Verhältnis Israel und Regierung. Also das heißt, man kritisiert die Politik der derzeitigen israelischen Regierung und daraus wird, du hast was gegen Juden. Das ist ein ziemlicher Sprung in der Schüssel und in der Argumentation, der aber angewandt wird. Und es war so, wir hatten auch verlesen eine eidesstattliche Erklärung von Professor Verlege, der Meinung ist, dass Felix sich extra diesen jüdischen, also der Professor Verlege ist ein hoher Repräsentant der jüdischen Gemeinden in Deutschland, war irgendwie dem Zentralrat zugeordnet in einer Funktion. Psychologieprofessor, der sich für uns geäußert hat in diesem Verfahren und dann auch gesagt hat, dass Felix dezidiert diese Rolle, also das heißt, die Konversion zum Judentum dient dazu, sich immer als angegriffenes Opfer fühlen zu können für alle Tätigkeiten, die er da vollführt. Also er denunziert Leute, nochmal, er holt Leute in die Öffentlichkeit, sagt aber ich, der den Pranger aufbaue, muss anonym bleiben dürfen. Ich habe den Schutz der Privatsphäre, den ich den Leuten entziehe, die ich in die Öffentlichkeit zerre, inklusive, dass er Wohnorte, Anzahl der Kinder und sozusagen die Möglichkeit, also einen Laserpunkt auf Leute ausbringt und sagt dann, ich werde aber bedroht. Ja? Also er hat das mehrfach gemacht, auch bei mir, dass er dann sagt, wohnt da, hat so und so viele Kinder, was soll das? Ja? Und dann sagt aber, ich werde jetzt bedroht, weil diese Leute mich in die, sozusagen meine Identität
preisgegeben haben. Aber jetzt können wir mal, also das heißt, dieses Verfahren ist soweit das ist abgeschlossen, es ist die Urteilsbegründung noch nicht da. Es könnte sein, dass wir in die Berufung gehen, was mich sehr freuen würde. Wir haben ihn aber darüber hinaus auch noch verklagt, um die Sache endgültig festzuzerren. Auch diesen letzten, ich glaube der letzte von 12 Punkten, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viele es sind. Und auch das Ganze nochmal klar zu kriegen, was wir dürfen. Und wir werden auch versuchen, dieses verfassungsrechtliche, den verfassungsrechtlichen Teil weiterzuführen, argumentativ. Also das geht nicht um einzelne Editoren. Es geht darum, dass diese Struktur Wikipedia, die eine ungeheure Macht hat, eine Definitionsmacht, dass sie unbedingt kontrollierbar sein muss, und zwar in einer öffentlichen Kontrolle. Nicht durch den Staat, aber es muss ähnlich wie bei Presseorganen dieser Größenordnung, es ist ein Presseorgan, muss dafür gesorgt werden, dass sie unparteilich ausgewogen und nicht einer kleinen Gruppe überlassen werden können. Jetzt kann man aber, ich habe noch eine Sache, weil du das gerade gesagt hast. Dieser letzte Punkt, den wir eigentlich gar nicht so gemeint haben, wie das Hamburger Gericht es aufgefasst hat, und das haben wir auch, also du hast es ja eigentlich ganz anders gesagt, als es da jetzt in dem Anklageschreiben drin stand. Das konnten wir wahrscheinlich auch nur deswegen nicht klären, weil einfach die Zeit fehlte. Also das Gericht hat ja nur 15 Minuten angesetzt für die Verhandlung, die sich dann aber schon auf ungefähr eine Stunde erstreckte am Ende. Und dann war dann einfach keine Zeit mehr dazu, weil der zeitliche Schuh drückte. Mhm. Hätten wir die Zeit gehabt, ich gehe davon aus, wir hätten die auch noch davon überzeugen können. Wohlgemerkt, das Hamburger Landgericht hat es, was ein sehr seltener Fall ist bei dem Hamburger Landgericht, hat eine Abweichung gemacht von seiner vorherigen Meinung, hat eine einstweilige Verfügung bis auf einen klitzekleinen Punkt komplett zurückgezogen. Und dieses Landgericht, was sonst sehr, sehr strenge Maßstäbe an journalistische Veröffentlichung ansetzt, hat uns quasi auf ganzer Linie Recht gegeben. Das heißt, wir entsprechen diesen sehr strengen Maßstäben. Und Felix hat hier auf ganzer Linie, also wie du schon sagtest, es ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, so würde man einen Fall stricken, wenn man sowas theoretisch in einem juristischen Seminar durchsprechen würde. Mhm. Ja. Genau, und so war es ja dann am Ende auch. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was dabei rauskommt. Und was jetzt also gerade bei dieser komischen Veröffentlichung im Standard war, also wo wir ja sagen, die kommen auch wahrscheinlich aus dem antideutschen Lager, die das geschrieben haben, die zwei Autoren. Einer, das andere ist, eine junge Anfängerin. Also glaube ich nicht, dass die notwendigerweise, die hat einfach da mitgeschrieben. Ja, genau. Also da sieht man ja auch, dass sie das einfach versucht haben wegzuwischen. Also was ist denn das Hamburger Gericht? Also das muss man eigentlich dazu betonen. Dieses Hamburger Gericht, was sonst sowas niemals durchgehen lassen würde, auch vielleicht in Anbetracht von irgendwelchen Bild-Zeitungsveröffentlichungen immer sehr streng urteilt wahrscheinlich, dieses Gericht hat uns da voll Recht gegeben. Das ist wirklich... Wie wenn man bei einem sehr strengen Lehrer in der Schule dann trotzdem noch irgendwie eine 1 oder eine 2 schreibt, ja. Da würde man sagen, also solche Artikel, die da veröffentlicht werden, die immer wieder insinuieren, dass wir irgendwie rechtsradikal werden, was immer wieder auftaucht. Beim Standard warst du ja da irgendwie derjenige, der auf dieses abgesehen hatten. Das ist auch eine Form von antidemokratischem Verhalten, was ich einfach nicht akzeptiere. Ist Verleumdung einfach. Also es natürlich. Ist sozusagen einfach willkürlich. Willkürlich ist ja auch gar nicht so, dass sie versuchen, irgendetwas nachzuweisen, sondern sie versuchen, einzelne Sachen rauszuziehen. Also ich will es nicht immer wiederholen, was gemacht wird, aber in diesem Fall war auch noch, dass dann jemand von Wikipedia oder Wikimedia gefragt wurde, die gesagt haben, sie äußern sich nicht dazu, haben sich dann aber doch dazu geäußert und haben gesagt, dass Felix eben durch sein Verhalten, dass es einfach gewesen sei, weil er sich sehr exponiert habe, rauszukriegen, was der Hohn ist. Ja? Also wir haben, ich glaube, 2 Monate damit zugebracht, diese Spuren zusammenzukleben. Bestimmt nicht. Wir haben 2 Jahre damit zugebracht. Also ich hatte ja gleich von Katrin McLean, ziemlich genau nach Veröffentlichung des Films Die dunkle Seite der Wikipedia, den man übrigens auch auf YouTube sich angucken kann und auch angucken sollte, einfach mal eingeben, Stichwort Wikipedia, man findet das dann auf YouTube, habe ich von ihr, also das war im 20. Oktober rum, den Hinweis auf Felix bekommen. Und also seitdem waren wir eigentlich dran, herauszufinden, wer das ist. Natürlich nicht durchgehend, aber der tauchte da immer schon als wichtige Karteikarte auf, quasi in meinem virtuellen Ordner, von Dingen, die man noch zu erledigen hatte. Und irgendwann kam halt dann der Hinweis, mit dessen Hilfe, dass wir das machen konnten. Ne?
Das ist übrigens, Katrin McLean hat jetzt gebeten, nachdem Felix enttarnt ist, ob man nicht ihren Eintrag wieder auf vernünftig und normal zurückschreiben kann. Aber das ist das nächste Problem, dass Wikipedia zwar diesen Prozess, also den Standardartikel jetzt zum Beispiel in der Presseschau verlinkt, aber überhaupt nichts ändert an seinem Verfahren. Und die Junta ist genauso weiter aktiv. Also sie haben jetzt einfach einen Punch abgekriegt in den Kampf und sagen, müssen aber nichts ändern. Und sie ändern auch nichts. Also das heißt... Ja, wir werden jetzt auch, wir werden ja auch jetzt heute noch mal auf ein anderes kafkaeskes Verfahren eingehen. Mhm. Also man muss einfach sagen, also die Wikipedia hat ja... also ich glaube, also von allen Schriftstellern ist das der meistgeliebte Autor in der Wikipedia, müsste man mal sagen. Also Kafka lieben die. Und wir werden jetzt gleich noch mal in einem anderen Verfahren zeigen, wie da der Hase läuft. Ja, dieser kleine niedliche Hase mit dem Namen Felix. Und nicht nur Felix, sondern auch Horst Grebner und Xenon X3 und wie sie alle heißen. Ja. Ja, gehen wir auch gleich dazu über. Also das heißt, es sind einige Artikel, ich verweise auf den Artikel bei RT Deutsch, der gut ist. Es wird auch noch ein Interview weitergeben bei RT. Angeblich interessiert sich jetzt sogar das ZDF für das, aber natürlich ohne uns zu befragen, sondern die gehen über irgendwelche Umwege. Wollen wir mal schauen, ob da überhaupt was kommt. Aber es hat jetzt auf jeden Fall... Ich habe jetzt angefragt, ne? Also ich habe das ja meine Daten weitergeben lassen. Ich möchte mich mal gespannt, ob da wirklich was kommt, ne? Soll ich auf ein kühles Alster wetten? Was passiert? Ich habe ja schon gesagt, es macht mit dir langsam keinen Spaß mehr, weil du ja schon so gut in der Sache drin bist. Da verliere ich jedes Mal. Also ich glaube nicht, dass... also es wird langsam von den Rändern aufgeweicht jetzt hier. Es wird darüber berichtet. Aber es ist eigentlich ein Klopper, ja? Weil da jetzt so zu tun, als wenn es darum geht, ob ein armer Autor an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Es geht um diese Machtstruktur. Und jetzt aber auch mal zu zeigen, wie willkürlich, also wie, dass sie auch nicht mal ihre eigenen Regeln einhalten. Ein weiteres Beispiel, wo du versucht hast, dich nochmal wieder als Wikipedia-Autor zu betätigen. Ne? Machen wir es doch mal. Ja, worin besteht unsere Mitarbeit in der Wikipedia? Wenn, dann wohl nur darin, oder dass wir da den Sumpf trocken zu legen, sodass andere Autoren und vielleicht ich auch später irgendwann mal, wenn dieser Sumpf trocken gelegt ist, wieder in aller Ruhe an diesem Enzyklopädie-Ding arbeiten können. Ja? Also momentan ist es ja irgendwas, was so aussieht wie eine Enzyklopädie, aber in Wirklichkeit ein Propagandainstrument ist. Mhm. Also was ist passiert? Felix schreibt ja sehr viel auf seiner persönlichen Seite und wie wir schon festgestellt haben, hat ein sehr kreatives Verhältnis zur Wahrheit. Und soll ich vorlesen? Ja, genau. Ich will das erste habe ich ja selber geschrieben, deswegen lese ich einfach mal selber vor. Mhm. Und er hat dann also auch eine ganze Menge geschrieben zum Gerichtsverfahren, was keiner genaueren Prüfung standhält. Und daraufhin habe ich dann mit meinem Konto F3 Idler, also Fiedler genau, einen kleinen Kommentar auf seiner Diskussionsseite geschrieben, weil er hat sich ja auf uns bezogen. Lieber Felix, Sie schreiben, Zitat, aber die sollen ruhig Kraut fanden, von irgendwas müssen dann nämlich auch die Anwaltskosten des Juden bezahlt werden und die trägt der Verlierer, siehe auch Kostenfestsetzungsbeschluss. Zitat Ende. Also hier geht es wieder um den Juden, ne? Also den lässt er jetzt hier jedes Mal raushängen. Opfer, ja. Ja, genau. Jetzt kommt also meine weitere Äußerung. Ich verstehe da etwas nicht. Warum müssen Dirk Pohlmann und ich ihre Anwaltskosten komplett bezahlen, wenn das Verfahren der einstweiligen Verfügung zum überwiegenden Teil zu unseren Gunsten entschieden wurde? Wohlgemerkt von der Pressekammer des Landgerichts Hamburg. Die ist bekanntermaßen dem Persönlichkeitsrecht des durch die Presse Enttarnten normalerweise sehr zugetan. In diesem Fall aber offenbar nicht. Selbst dem Hamburger Gericht waren ihren Veröffentlichungen in der Wikipedia wohl Grund genug, uns im Wesentlichen Recht zu geben. Na, ein weiter. Und da wir der Auffassung sind, dass wir vollkommen rechtens gehandelt haben, gehen wir jetzt eine Stufe höher und lassen in einer Feststellungsklage klären, ob wir richtig liegen. Mit anderen Worten, wir sehen uns demnächst in München. Es wäre außerdem schön, wenn Sie nicht immer wieder Ihre Religion als Aushängeschild nutzen würden, um hier den Verfolgten zu geben. Wir verfolgen Sie nicht und schon gar nicht wegen Ihrer Weltanschauung. Sie sind es, der zahlreiche Menschen aus dem öffentlichen Leben verfolgt. Und das tun Sie aus niederen Motiven und nicht wegen des jüdischen Glaubens. Dirk und ich zeigen lediglich auf, wer dieser Mann ist, der hinter dem dogmatisch agierenden Pseudonym Felix steht. Und da besteht ein erhebliches Interesse in der Öffentlichkeit, wie es der Herr Rechtsanwalt Klatt formuliert hat.
Und denken Sie bitte einmal darüber nach, dass sowohl Judentum als auch das Christentum friedensstiftende Religionen sind. Das muss irgendwie sowohl bei den Bibelstunden als auch bei der Tora-Lesung an Ihnen vorübergegangen sein. Wenn Sie nach dem Grundsatz handeln würden, was du nicht willst, was, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, handeln würden, Satzbaufehler, okay, hätten wir uns auf andere Dinge konzentrieren können, als Ihren bürgerlichen Namen zu recherchieren. Seien Sie lieb zu anderen und diese werden es auch zu Ihnen sein. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fiedler, mit meiner Signatur. Mhm. So, jetzt ist die Frage, ist das unfreundlich geschrieben? Muss man da eine Vandalismusmeldung machen? Nein, muss man nicht. Aber die kam natürlich prompt sofort. Und zwar von Schnabeltastentier. Und er hatte die Vandalismusmeldung um 20.06 Uhr am 20. Februar 2019 gemacht. Und um 20.10 Uhr, also nach 4 Minuten intensiver Prüfung dieses Falls, hat dann der Herr Horst Grebner, das ist ein Administrator, mein Konto in der Wikipedia infinit gesperrt mit der Begründung, Erstellung, kein Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit erkennbar. Für eine Mitteilung auf der Diskussionsseite, wohlgemerkt. Genau, ja. Wohlgemerkt, in der ich ja nicht ausfallend geworden bin. Wenn man liest, was er vorher geschrieben hat und uns jedes Mal mit dem... ja, mit diesem Begriff Antisemitismus insinuierend zusammenbringt. Ne? Also er lässt also jedes Mal seine jüdische Religion raushängen und behauptet also quasi zwischen den Zeilen, wir würden ihn da irgendwie deswegen verfolgen. Ja, es ist schon unverschämt, was hier gerade läuft. Na gut, aber wir also gucken mal, was passiert. Das war ein Beitrag, sozusagen Beitrag auf der Diskussionsseite mit dem Effekt, infinit heißt unbegrenzt. Also das heißt eine sofortige, lebenslange, kann man sagen, Sperre für Wikipedia. Ja. Das ist die Reaktion darauf. Gut. Es ist ja, also mir war schon klar, also mal gucken, wann solche Sachen kommen. Und das kam dann aber natürlich eigentlich auch schon wieder zu einem Moment, wo ich dachte so, na, also jetzt bin ich mal gespannt, welchen Grund Sie jetzt finden für die Sperrung. Mir fiel auf die Schnelle überhaupt keiner ein. Und wir werden sehen, den anderen auch nicht. Okay, also ich habe also eine Sperrprüfung beantragt und allein dieser Prozess dieser Sperrprüfung, das ist schon ein Slapstick für sich. Also wir gehen das jetzt mal ganz schön kontinuierlich durch und schön der Reihe nach. Ich habe also auf der Seite für die Entsperranträge bzw. für die Sperrprüfung habe ich Folgendes eingestellt. Benutzer Fiedler. Der Admin Horst Grebner sperrte mich für folgendes Posting, da kommt der Link. Die Sperre wurde nur lapidar mit dem Standardsatz begründet. Ich hätte gerne gewusst, gegen welche Wikipedia-Regel ich verstoßen haben sollte. Sollte hier keine Regel zu finden sein, wäre ich Ihnen außerordentlich verbunden, wenn Sie mein Konto wieder freischalten könnten. Vielen Dank für Ihre Mühen. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fiedler. Für gesperrtes Konto F3, Idler und so weiter. Dann meine IP, man sieht, aha, der kommt irgendwie aus Oldenburg. Gut, okay. Dann passierte Folgendes. Dann hat die Benutzerin Philistoria dieses Posting wieder rausgenommen mit dem Kommentar, rückgängig gemacht, bitte Intro lesen. Dann habe ich also auf der Sperrprüfungsseite das Intro gelesen. Das ist ein sehr langer Text. Prüfung von Benutzersperren. Da stehen jetzt die Regeln drin, was man machen muss, um seine Sperrung überprüfen zu lassen. Und wie soll ich sagen, ich habe so den Eindruck, alleine anhand der Regeln merkt man, es ist nicht wirklich gewollt, dass hier eine Sperrprüfung stattfindet, generell nicht. Okay, bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen Prinzipien der Zusammenarbeit können Administratoren Benutzerkonten sperren, vergleiche unsere grundsätzlichen Richtlinien dazu. Schwere, wiederholte Verstöße gegen was, möchte ich gerne wissen, was war das eben, ne? Gut. Jetzt kommt hier ganz, ganz lange bla 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 und zwischendrin steht, um eine Sperrprüfung einzuleiten, speichere die folgende Zeile auf deiner eigenen Benutzerdiskussionsseite ab. Das ist sehr schön, kann ich aber nicht oder konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich war ja komplett gesperrt. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Also auch nicht auf meiner eigenen Benutzerseite schreiben. Kafka! Na, aber daran haben wir schon gedacht. Jetzt muss ich also irgendein Administrator per Ping für die Sperrprüfung beauftragen und der wird dann also die Sperre meines Kontos dafür aufheben, dass ich das eintragen kann. Oder falls keine Reaktion erfolgt oder falls du deine Diskussionsseite nicht bearbeiten kannst, wende dich bitte per E-Mail an einen Administrator oder an das Support-Team,
mit der E-Mail-Adresse info-de@wikimedia.org, um eine Entsperrung für die Sperrbrücken zu beantragen. Ich habe natürlich sofort erstmal diese Fehlhistorie, die ist nämlich Administratorin, habe ich also angepingt, beziehungsweise angeschrieben, habe also um Entsperrung gebeten. Die hat komischerweise nicht reagiert. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich hatte sie gerade keine Zeit, obwohl sie ganz viele andere Sachen gemacht hat, aber um die Entsperrung konnte sie sich nicht kümmern. Ist ja auch immer das Problem, man hatte so wenig Zeit in der Wikipedia. Gut, okay. Dann habe ich also bei info.de@wikimedia habe ich tatsächlich eine Reaktion bekommen und die haben dann mein Konto entsperrt dafür, dass ich eine Sperrprüfung beantragen kann. Da darf man sonst nirgendwo schreiben, nur bezüglich dieser Sperrprüfung darf man schreiben. So, jetzt wollte ich also reinschreiben in die Sperrprüfung und dann kriegt man sofort einen kleinen Text. Haben Sie sich schon bei dem sperrenden Admin gemeldet? Das müssen Sie zuerst machen. Das heißt, bevor ich eine Sperrprüfung beantragen kann, muss ich erstmal den Admin kontaktieren, der mich gesperrt hat. Mache ich also. Ich habe also mich bei dem Horst Grebner gemeldet und habe gesagt, Sperrung meines Kontos, nach welcher Wikipedia-Regel ist das erfolgt? Horst Grebner war der Administrator, der mich gesperrt hatte. Und in dem Moment, wo ich diesen Absatz reingestellt habe, also die erste Frage, hallo Herr Grebner, Sie haben mich wegen dieses Eintrags hier gesperrt, ich hätte gerne gewusst, gegen welche Wikipedia-Regel ich damit verstoßen habe und so weiter. Zack, tauchte eine Vandalismusmeldung auf. Und die kam dann von, man sollte es kaum glauben, von Schnabeltassentier. Also er schreibt dann sofort hinterher, offensichtlich entbehrlich hält Regeln für SP nicht ein, also für die Sperrung nicht ein, Schnabeltassentier. Um 21.42 Uhr am 24. Februar. So, und er meint mein Konto damit. Dann habe ich zurückgeschrieben, liebes Schnabeltassentier, ich halte mich an die Regeln zur Entsperrung meines Kontos. Dafür muss ich mich laut Wikipedia-Regel erst an den sperrenden Admin wenden. Das habe ich hiermit getan. Was davon ist bitte Vandalismus? Erst nach erfolgloser Kontaktierung des sperrenden Admins kann ich eine Sperrprüfung beantragen. Kennen Sie Ihre eigenen Regeln nicht? Im Übrigen stände eigentlich eine Prüfung an, ob Ihre Meldung nicht unter Missbrauch der Vandalismusseite erfolgte. Also lassen Sie mich bitte in Ruhe den Entsperrprozess durchlaufen. Vielen Dank. Jetzt kommt so eine Frage, die vollkommen nicht weiterführend ist. Und nach einer Entsperrung beabsichtigst du genau was hier zu ergänzen, ändern, löschen? Fragt der Schnabeltassentier. Liebe Schnabeltassentier, ich habe darauf gar nicht geantwortet, weil, was geht Sie das an? Ja, also was ich da mache in der Wikipedia, ist auch nicht entscheidend für den Entsperrprozess. Ach ja, aber gut, jetzt hat mir also jemand geschrieben, September morgen, ich glaube, der ist auch Administrator, auf Wikipedia SP, also Sperrprüfung, lautet es, benachrichtige den sperrenden Admin auf dessen Benutzerdiskussionsseite über deinen Sperrprüfungsantrag, damit er Nachfragen zur Kontoblockade beantworten kann. Das ist so nicht erfolgt, also diesen Punkt nachholen. Aha, ich muss also den sperrenden Admin über meinen zukünftigen Entsperrantrag benachrichtigen. Ich rieche hier wieder Kafka, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielen Dank, dann ergänze ich das hiermit. Einen kleinen Moment bitte, steht gleich auf Horst Grebners Seite. Also, jetzt erfahre ich in der Vandalismusmeldung, dass ich nicht nur den Admin kontaktieren muss und ihn fragen muss, warum er mich gesperrt hat, sondern ich muss ihn auch darüber benachrichtigen, dass ich vorhabe, einen Sperrantrag zu machen. Wie schön, dass wir sowas haben wie so eine Art Verwaltung. Okay, jetzt schreibt es im September morgen, die Vandalismusmeldung ist somit erledigt. Okay, jetzt geht's weiter. Bei dem Horst Grebner. Also ich habe ihn gefragt, ich hätte gerne gewusst, gegen welche Wikipedia-Regel ich damit verstoßen habe, die es Ihnen erlaubt, mein Konto infinit, also unbegrenzt, zu sperren. Wenn es keine Regel gibt, bitte ich um Entsperrung des Kontos. Vielen Dank und viele Grüße, Markus Fiedler. Jetzt habe ich aufgrund der Vandalismusmeldung hier ergänzt. Ich ergänze auf Hinweis eines anderen Benutzers, hiermit benachrichtige ich Sie, dass ich einen Sperrprüfungsantrag stellen werde, damit Sie Nachfragen zur Kontoblockade beantworten können. Ich bitte um eine kurze Bestätigung, damit ich die Sperrprüfung einstellen darf. Vielen Dank und viele Grüße, Markus Fiedler. Die Wikipedia ist ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie. Accounts, die die Wikipedia mit einem Blog verwechseln, sind hier nicht willkommen. Bitte einfach mal lesen, was die Wikipedia ist oder auch nicht ist. Mit freundlichen Grüßen, Horst Grebner. Ob das so freundlich war, weiß ich nicht, aber du hast es schon, glaube ich, im richtigen Duktus vorgelesen. Ich schreibe also zurück, lieber Herr Grebner, Sie vermuten also, dass ich die Wikipedia mit einem Blog verwechsle. Bitte zeigen Sie mir,
Die Wikipedia regelt, dass die Vermutung eines Admins, ein Benutzer würde die Wikipedia mit einem Blog verwechseln, den Admin dazu berechtigt, den Benutzer unbegrenzt zu sperren. Oder zeigen Sie mir die Wikipedia regel, die besagt, dass ein Benutzer, der die Wikipedia nachgewiesenermaßen mit einem Blog verwechselt, gesperrt werden darf. Ich bin gespannt und lerne gerne für mich vollkommen neue Wikipedia regeln dazu. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fiedler. Und jetzt kommt Xenon X3, also auch ein Admin, ne? Kommt da jetzt noch eine Sperrprüfung oder soll ich den Account wieder dicht machen? Ja, und dann kommt die Antwort von Horst Grebner, gib ihm noch eine Chance. Mit einem fetten Smiley und mit einem 83-Grad-Grinsen. Herr Grebner, ich weiß nicht, ob Sie noch so grinsen werden, wenn wir Ihren echten Namen veröffentlichen und wenn wir sagen werden, wer Sie sind. Also dann kommt nach BK, was heißt das? BK weiß ich nicht, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Benutzerkonto wahrscheinlich, kann das sein. Siehe Beiträge, ein Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit ist daraus nicht zu entnehmen. Wenn der Account für eine Sperrprüfung freigegeben wurde, muss keine Nachfrage zur Genehmigung erfolgen. Horst Grebner. Tja. Okay, dann kann ich ja jetzt die Sperrprüfung stellen. Habe ich das richtig verstanden? Sie interpretieren meine Editiergeschichte so, dass ich keinen Willen zur enzyklopädischen Mitarbeit zeige, weil ich erst in eine Benutzerdiskussion geschrieben habe, ohne vorher einen Artikel zu editieren. Wo steht das, dass man daraus einen fehlenden Willen zur enzyklopädischen Mitarbeit entnehmen darf und ein Konto sperren darf, welches kein Artikel böswillig verändert hat? Frage ich also direkt hinterher. Gut, jetzt kommt der eigentliche Prozess. Geht mit dir weiter. Ja, genau. Liebe Sperrprüfungsteam, lieber Admin, ich wurde von Horst Grebner gesperrt. Die Diskussion mit Horst Grebner zu diesem Thema ist hier einzusehen. Also verlinke ich auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Eine Vermutung auf fehlendem Willen zur enzyklopädischen Mitarbeit auf Basis von wenigen Edits zu machen, ist unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten unhaltbar. Es ist nicht zu erkennen, dass ich irgendeine Wikipedia-Regel verletzt habe, die überhaupt eine Sperrung jedweder Art rechtfertigt, schon gar keine infinite Sperrung. Wenn doch, bitte ich um Nennung dieser Regel mit Verlinkung des entsprechenden Regeltextes. Und jetzt habe ich also geschrieben vorher, was ich eigentlich eingetragen habe, nämlich was ich vorher eingetragen habe bei Felix. Also ich habe das geschrieben, ne? Und das wurde plötzlich administrativ entfernt. Administrativ entfernt, die weitere Verbreitung dieses Links ist unerwünscht, ergibt sich aus deiner Beitragsliste. Wie soll ich das interpretieren, Herr Grebner? Also das heißt, hier geht es um eine Sperrprüfung. Ich bringe die Beweise bei, nämlich das, was ich bei Herrn Felix geschrieben habe. Also bei dem Herrn, habe ich heute schon erwähnt, dass der Herr Grünewald heißt? Oder Herr Egerer, habe ich schon erwähnt? Ich weiß gar nicht. Also dieser Felix in der Wikipedia, ne? Genau. Und das, was ich da geschrieben habe, freundlicherweise, darf ich nicht verlinken in der Prüfung zu der Sperrung, die erfolgte, weil ich das geschrieben habe. Das hat sehr gute Qualitäten von Kafka. Also das, wenn der das damals schon gewusst hat, ich glaube, der hätte es hier sicherlich eingebaut, oder? Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass in seinem Buch sowas drin war. Naja, also man kann einfach sehen, man kann das auch zusammenfassen, dass die Regeln, wenn es keine, sie wollen etwas und sie machen sich die Regeln auf dem Weg selber. Und wenn es keine Regeln gibt, dann wird man dafür bestraft, dass man fragt, nach welcher Regel wird hier eigentlich gehandelt. Also es ist eigentlich völlige Willkür. Ja? Genau, und damit können wir jetzt ein bisschen abkürzen. Das heißt, also ich habe immer gefragt, wo ist denn die Regel? Wo ist denn die Regel? Ich habe kein einziges Mal eine Antwort bekommen. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich auch das, was wir sagen wollten. Wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Ich werde jetzt hier auf der rechten Seite einfach das mal einblenden oder im Vollbild einblenden, was da so gelaufen ist, und werde einfach dazu erzählen. Und wer sich noch mehr da rein vertiefen will, kann sich diesen ganzen Text gerne durchlesen. So, jetzt haben wir also den Horst Grebner, der ist nochmal richtig schön ausfällig geworden. Verzichtbarer Diskussionsaccount. Dabei habe ich vorher gar nicht diskutiert, nur halt bei der Sperrprüfung. Gut, jetzt kommt ein Einwurf von jemandem, Elop heißt der. Das kannst du bitte mal vorlesen, ich finde das total schön. Aber bitte auch genau im richtigen Tonfall. Also, der User Elop. Ich persönlich vermute ja, Fiedler ist mit dem Egoman-Spammer MFDWiki identisch. Der wollte die Wikipedia missbrauchen, um sich selber zu überhöhen und wichtig zu machen. Kann natürlich auch sein, dass der heute ehrenwertere Dinge tut.
Meine Antwort darauf, warum werden Sie hier ausfallen mit Ego meiner Spammer? Das ist ein völlig unsachlicher Beitrag Ihrerseits. Im Übrigen ist mein altes Konto hinlänglich bekannt. Also du bist auf jeden Fall nicht die E-Wiki und so weiter. Es ist einfach... Doch, bin ich. Das ist mein altes Konto, na klar. Okay. Der Gag ist, dieses Konto, das hieß früher nur MF, das haben sie irgendwann mal erweitert zu MFDE-Wiki, weil denen irgendwann mal die Benutzerkonten ausgingen. Dieses Konto MF ist damals gesperrt worden, als ich einen Brief eingestellt habe auf die Diskussionsseite von Daniele Ganser. Dieser Brief ist gelöscht worden. Ich wiederhole es nochmal, ich nahm es an, das wäre ein technischer Fehler, also habe ich das Ding nochmal eingestellt und dann im Zuge der folgenden Diskussion bin ich dann gesperrt worden, obwohl ich nicht ausfällig geworden bin, ganz im Gegenteil. Ich wurde von den anderen Leuten angegangen mit allen möglichen Unfreundlichkeiten und dann ist also mein Konto gesperrt worden. Und das war der Grund dafür, dass überhaupt 1, 2 Filme entstanden sind, dass mehrere Interviews dazu entstanden sind und jetzt inzwischen sind wir bei Folge 20 von Wikihausen. Hättet ihr damals dieses Konto nicht gesperrt, mir wäre nichts aufgefallen. Dumm gelaufen, ne? Okay, also, jetzt kommt wieder Elop, nächste Seite. Viel Spaß beim Vorlesen. Ach, das macht doch was. Ach ja. Okay, ich versuch's dir zu erklären. Ich verachte Leute, die die Wikipedia für ihre egomanen oder kommerziellen Zwecke missbrauchen, zutiefst. Betrifft nicht nur dich. Falls du heute anständige Dinge für die Wikipedia im Sinn haben solltest, wäre das Alte möglicherweise inzwischen verjährt. Sehe ich aber momentan noch nicht. Deine Beitragsliste als F3-Fiedler scheint ausschließlich aus Provos und Grenzaustestungen zu bestehen. Sorry, damit gewöhnest du in mir keinen Fürsprecher. Ich schreibe zurück. Lieber Elop, die, Zitat, Verachtung von Elop, Zitat Ende, kann ich beim besten Willen nicht als Regel in der Wikipedia ausmachen, die eine Sperrung berechtigt. Im Übrigen bin ich überrascht, wie ausfallend man doch in der Wikipedia sein darf, ohne eine Vandalismusmeldung zu bekommen. Da frage ich mich doch, warum ich für mein Posting auf Felix Diskussionsseite, welches keinerlei Beleidigung enthielt, gesperrt werden durfte. Ich bin gespannt auf die Wikipedia-Regel, die das gestattet. Ja, und dann kommt Antwort, kleiner Tipp, lieber Fiedler, die Vandalismusmeldung musstest schon du stellen. Stellvertretermeldungen gelten als eher unerwünscht. Elop, verstehe ich gar nicht, was damit gemeint ist. Das heißt, also ich müsste jetzt auch noch eine Vandalismusmeldung stellen, damit dieser Elop gesperrt wird. Okay. Ja, weißt du, also du merkst, dass dieser Elop, der hat eine tiefe Verehrung für Kafka. Also, so, okay. Und jetzt kommt Xenon X3. Dann wäre dieser neue Account eine Sperrumgehung von MFD-Wiki, Diskussionbeiträge und so weiter. Also das heißt, das ist das Argument, es wäre eine Sperrumgehung von MFD-Wiki. So. Genau, das heißt also, da hätten sie ganz schnell einen kurzen Prozess machen können, nicht? Dann habe ich also zurückgeantwortet, klar, das ist natürlich sehr einfach für Sie. Auch schon der alte Account wurde unter fadenscheinenden Bedingungen gesperrt. Dann erweitern wir die Frage, warum wurde der Account MF damals gesperrt? Bitte genau einen Sperrgrund angeben und die Regel von damals verlinken. Und nein, eine Meinungsäußerung wie kein Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit, wie damals auch schon vom damaligen Admin JKB eingetragen, ist kein Sperrgrund. Es ist auch kein Sperrgrund, wenn ein Benutzer MF einen Diskussionsbeitrag wieder einstellt, nachdem er regelwidrig gelöscht wurde. Und es berechtigt auch nicht zu einer infiniten Sperrung. Oder haben Sie dafür neuerdings Regeln? Frage ich also am 24. Februar um 23.12 Uhr. Und dann kommt, schön, dass er sich als Sperrumgeher geoutet hat. Er kennt sich mit dem Tatbestand offenbar gut aus. Zitat, schon der alte Account wurde unter fadenscheinigen Bedingungen gesperrt. Also bedarf es hier meiner Erkenntnis nach keiner weiteren Diskussion. Also ich meine, es geht jetzt endlos so weiter. Es ist immer, du fragst, welche Regel? Und sie sagen, wir haben aus der Vergangenheit bereits, wir wiederholen einfach die Sache, wo wir damals keine Regel hatten. Da hatten wir unseren Präzedenzfall geschaffen, ohne Regelsperrung. Also bleiben wir jetzt bei Sperrung. Es ist einfach hier zu sehen, also das heißt, bei Wikipedia kann jeder mitmachen und es gibt hier Regeln, wie mitgemacht wird. Diese Regeln macht diese Hunter mit ihren angeschlossenen Truppen unterwegs für sich selber. Ja, wer ihnen nicht gefällt, wird ausgeschlossen. Ende. So sieht's auch aus. Deswegen sind die Benutzerzahlen, wie sie sind. Genau. Deswegen finden sie keine neuen Leute. Ja. Genau. Also wir können jetzt den letzten Absatz noch einmal kundtun. Das ist nämlich der Absatz, der vom Admin JD am Ende geschrieben wurde. Die Bearbeitungen lassen keinen Willen zur enzyklopädischen Mitarbeit erkennen und so weiter. Das heißt also, Bearbeitung im Artikelsnamensraum waren Test-Edits zu Recherchezwecken, die dann ja auch per YouTube verarbeitet wurden.
Und dann verlinkt er auch noch also das, was ich in der zur Minute 41, 31 gesagt habe, in dem Film Wikihausen 19. Da habe ich, glaube ich, gesagt, wir können es ja jetzt gleich mal einspielen. Da habe ich nämlich gesagt, ja Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde sowieso nichts an eurer Wikipedia ändern und ich werde niemals eine Vandalismus, also irgendwie Vandalismus da machen. Also das heißt, wenn man sagt, man macht keinen Vandalismus, dann ist es ist das Vandalismus. Genau. Ja. Verstehst du? Ja. Also wenn ich sage, ich werde nie was in die Wikipedia eintragen, was euch da irgendwie stören könnte, ja, dann ist das Vandalismus. Hier das Zitat. War nur ein reiner Test und wenn ich Edits mache, dann bestimmt nicht inhaltlicher Natur, sondern einfach nur mal, um zu gucken, wie solche automatisierten Filter zum Beispiel funktionieren. Ne? Wenn ich nochmal sowas habe, dann werde ich sicherlich mal wieder so ein Test-Edit machen, aber nicht in eure Wikipedia rumfuschen. Also ihr braucht euch keine Angst zu haben, dass ich da irgendwelche inhaltlichen Änderungen machen werde. Ja? Also, Mann. Okay. Das ist aber nicht das Interessante daran. Denn am Ende war es so, ich hatte ja wirklich diese Diskussion quasi jedes Mal gespeichert. Jedes Mal. Also alle Minute kam von mir eine Speicherung. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt das zeigen kann, was wir nämlich hier haben. Nämlich plötzlich verschwanden Zeilen aus dieser Diskussion. Und zwar sehen wir es auf der folgenden Folie. Ich persönlich vermute ja, Fiedler ist mit administrativ entfernt von JD. Und dann kommt noch was, administrativ entfernt. Administrativ entfernt. Und dann nochmal, nächstes, administrativ entfernt. Administrativ entfernt. Was wurde denn da administrativ entfernt? Das kann ich sagen, denn wir wissen ja jetzt, was da administrativ entfernt wurde. Zum Beispiel hat da jemand geschrieben, der JKB, der mich damals gesperrt hat, also der jetzt nur noch einfacher Benutzer ist, der mich aber damals als Administrator gesperrt hat, der schreibt hier, Sperrgrund... Wie heute, weil wir solche Clowns nicht brauchen, verzieh dich auf YouTube und dreh weitere Filme über die böse Wikipedia. Hier hast du nichts verloren, ob du nun ein Fiedler bist oder nicht, steht ja auch nicht fest. Daraufhin schreibe ich, lieber ehemaliger Admin JKB, auch Sie werden ausfällig, sehr unhöflich sogar. Einzig und alleine die Regel fehlt, die Adminschaft berechtigt, mein Konto im F zu sperren. Oder aber das Konto F3 Idler. Ich warte auf eine Begründung mit Regelnennung. Vielen Dank. Und dann hat also der Biwak geschrieben zwischenzeitlich. Oh, Leute, mit Betitelungen wie Clown oder Egomaner Spammer macht ihr aber keine Werbung bezüglich kultivierten Umgang in der deutschen Wikipedia. Liebe Grüße in die Runde. Tja. Man sieht also, es ist nicht nur so, dass sie halt sperren. Und keine Regeln haben. Sie versuchen auch noch, solche Sachen wie diese Ausfälligkeiten von JKB einfach zu löschen. Ja, es ist Orwell. Es ist Kafka plus Orwell. Also bei Orwell wird dann ja entsprechend umgeschrieben, wenn die neue Linie festgelegt wurde. Und das ist ein Teil, wo man sehen kann, Wikipedia betreibt Machtmissbrauch. Also wer diese Struktur, die so funktioniert als monopolistisches Online-Lexikon, als einziges Online-Lexikon der Welt funktionsfähig halten will, sollte sich genau überlegen, warum er das will. Oder andere sollten sich überlegen, warum jemand so ein Online-Lexikon haben will, das so funktioniert. Tja, ja, das ist also eigentlich ist es genau der Grund, warum wir eigentlich zu dem Punkt kommen müssen, dass wir sagen, die Wikipedia ist verrottet bis zum Kern, Helen Benitzky. Ja, die das im Englischen in RT America gesagt hat, im Interview mit ist auch der Überschrift über einer ihrer Blog-Einträge, also die wir sehr Welcome empfehlen können, um sie anzugucken. Also das heißt, Helen Bojnicki hat einige Artikel verfasst, wo man sieht, dass das Problem, was wir hier jetzt in gewisser epischer Breite auch dargestellt haben, in USA genauso existiert. Also es ist einfach... Der Satz von ihr ist sozusagen bis ins Mark verrottet. Ja? Und da ist nichts mehr dran zu reparieren. Also es ist auch kein Wunsch daran, etwas zu reparieren. Ich kann es auch mehrfach sozusagen immer wieder das Gleiche sagen. Würde jetzt darauf reagiert werden, man sagen, oh, wir haben hier ein Problem, lass uns mal darüber reden, wie man das vernünftig machen kann. Aber was passiert, ist Wagenburg. Also diese Leute schließen sich zusammen und kicken alles raus. Also ich zum Beispiel hatte ja nur für zwei Filme, glaube ich, die ich gemacht hatte, ich glaube ja, hatte ich gesagt, ich bin der Autor, wenn irgendwelche Belegstellen oder sowas gewünscht sind, helfe ich gerne mit. Zum Zeitpunkt, wo ich noch dachte, dass Wikipedia ein
Open-Source-Projekt ist. Und mittlerweile ist von mir auch alles entfernt. Ich bin auch, obwohl ich gar nichts mehr geschrieben habe seit 2015, bin ich infinit gesperrt, einfach dafür, dass ich Dirk Pohlmann bin. Ja? Also das heißt, so funktioniert das. Ja? Das ist und alle Verweise auf Veröffentlichungen von mir sind auch in Wikipedia entfernt. Das ist wirklich Orwell. Also wenn ihr euch erinnert an die Geschichte mit dem Ofen, wenn man in Ungnade gefallen ist, kommt man von allen Sachen runter, von allen, egal was man vorher gemacht hat oder zu was das war, ob es das einzige und das erste Mal war, auch egal. Wenn in Ungnade gefallen, ist die Totallöschung aus Wikipedia das Mittel der Wahl von diesen Leuten. Es ist einfach der schiere Machtmissbrauch. Ja. Naja, und es ist vor allen Dingen auch Vortäuschung von falschen Tatsachen, weil wir sehen ja jetzt diese Prozesse. Übrigens, ich habe gerade eben, als ich das zusammengeschrieben habe, also die Folien, habe ich gesehen, dass BEWAG schon wieder angegangen wird, weil er sich kritisch zu Felix geäußert hat. Mhm. Und zwar hat er wieder keine Regeln missachtet, aber er wird wieder gesperrt werden, davon gehe ich mir ganz fest aus. Jetzt sogar unter Androhung, dass er sich überhaupt nicht mehr zu Felix äußern dürfte in der Wikipedia. Mhm. Ja, also das ist... Also da hast du eine kritische Stimme in der Wikipedia und das ist ja dieser BEWAG auch, der... Manipulation also auch mit Zensur, kann man doch kurz genau, zusammenfassen. Klar. Ja. Und der wird jetzt auch gesperrt werden. Und was wir dann sehen aber in den Medien ist, also wirklich übelste Propaganda, schlechtester Journalismus. Zum Beispiel war jetzt also ein Beitrag bei dem ARD-Buffet. Und da ist ein kurzer Beitrag von 6 Minuten ungefähr, wo die halt ganz kurz am Beispiel von Rosenkohl das Funktionieren der Wikipedia erklären. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass mir da die Nackenhaare zu Berge stehen. Vor allen Dingen, weil das so schön naiv ist. Und jeder kann in der Wikipedia mitschreiben. Und gucken Sie mal, können Sie hier draufklicken. Ja, da gibt es ja hier noch eine Schaltfläche und da noch eine Schaltfläche. Und da kann man mitschreiben. Und keinen stört das, wenn Sie irgendwas da reinschreiben. Es sei denn, Sie machen halt totalen Blödsinn. Das ist gelogen. Also man muss einfach sagen, es ist schlicht gelogen. Es betrifft einen Bereich, den Rosenkohl in der Wikipedia, aber es betrifft nicht den politischen Bereich. So, und dann gibt es noch solche tollen Werbefilmchen, auf die wir ja auch vielleicht mal ganz kurz verlinken können. Beziehungsweise ich werde mal hier so einen ganz kurzen Ausschnitt jetzt an dieser Stelle mal reinschneiden, wo man sieht, wie die Wikimedia schon bei Schülern Werbung macht, damit die später als Wikipedia-Editoren anfangen. Es gibt halt hier in Deutschland eine Community, die deutsche Wikipedia schreibt. Es gibt aber genauso in anderen Ländern auch Communities, die Wikipedia da schreiben. Die Wikipedia einfach ein Platz ist, wo man versucht, sich der Wahrheit so gut wie es geht anzunähern. Was bedeutet dieses Grundprinzip für die Qualität der Beiträge in der Wikipedia? Oder anders, stimmt alles, was in der Wikipedia steht? Ich glaube, dass es alles richtig ist, was da ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es richtig ist, alles. Jedes Programm kann gehackt werden, aber ich weiß nicht, wieso man unbedingt Wikipedia hacken sollte. Ich als Lehrerin bin immer sehr skeptisch mit Wikipedia. Die Idee, dass jeder da schreiben kann, ist eigentlich, also einerseits ganz gut, sehr demokratisch, aber andererseits heißt das vielleicht nicht jeder weiß, worüber schreibt. Ne? Wir fragen genauer nach. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine falsche Information in der Wikipedia öffentlich sichtbar wird? Das ist unwahrscheinlich, dass es so kommen würde, weil zunächst werden von neuen Benutzern und von IP-Adressen die Änderung als ungesichtete Änderung abgespeichert. Das heißt, zuerst kann man das gar nicht richtig sehen. Der Beitrag muss gesichtet werden, das bedeutet, ein Sichter bestätigt, dass da kein Vandalismus drin ist. Da so viele Leute mitmachen, gibt es auch so eine ständige Überwachung der Inhalte. Und das ist genau da, worauf es ankommt. Und trotzdem bleibt ein kritischer Umgang mit Informationen ein absolutes Muss. Ich glaube nicht alles blind, was in der Wikipedia steht, weil es ist halt ein riesengroßes Projekt, was in der Entstehung im Aufbau ist. Es ist nicht fertig. Es können sich ja Sachen ändern, es können Sachen veraltet sein. Wikipedia ist ja quasi dann auch nur eine Sammlung von weiteren Quellen. Und anhand der Bewertung dieser kann man dann halt eben selber entscheiden. Glaube ich das oder gucke ich lieber noch woanders nach? Man soll halt kritisch die Sachen hinterfragen, aber das soll man generell machen, meiner Meinung nach. Ich habe erfolgreich 2 Meldungen verursacht in dieser Botschaft. Warum machst du das? Also macht dir das Spaß, Sachen auf Wikipedia also hochzuladen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl manchmal bei Wikipedia, dass wenn ich da mitmache, dass ich an was Großem einfach mitarbeite so und dass ich dann dadurch was verändere, was einfach da bleibt. Und das finde ich wiederum ziemlich cool. Ja. Verdient man eigentlich mit Wikipedia? Ich verdiene kein Geld, ich mache das freiwillig. Das ist ja auch das Grundprinzip sozusagen.
Und nochmal, ich wiederhole mich, selbstverständlich werden davon einige versuchen, in der Wikipedia was reinzuschreiben, aber in dem Moment, wo sie an die alten Platzhirsche, an die Zwölfender kommen, wie das der Hermann Plopper mal gesagt hat, dann wird sich schnell entscheiden, ob die weiter mitmachen. Wenn das keine Wahnsinnigen sind, die ihre gesamte Lebenszeit damit verschwenden wollen, sich mit irgendwelchen Diskussionen mit Co-Pilot wiederzufinden, dann werden die ganz schnell wieder rausgehen aus der Wikipedia. Mein persönlicher Eindruck auch nach einem Gespräch mit jemandem aus der Wikimedia ist einfach, die Wikimedia ist Teil des Problems. Sie ist nicht die Lösung, sie ist mit da drin. Und ich denke auch nicht, dass es lange dauern wird, bis ein erstes Gericht in Deutschland erkennen wird, dass eben die Wikimedia Deutschland, also der Verein, eben eine ganze Menge mehr zu tun hat mit der Wikipedia, als einfach nur irgendwelche Gelder einzusammeln für die Wikipedianer und für die Foundation in Amerika. Ich habe übrigens mal nachgeguckt bei Wikipedia. Bei der Wikimedia Foundation, die haben doch 3 Millionen Euro, über 3 Millionen Euro Personalkosten. Also mir ist nicht ganz klar, es muss ja ein ziemlich großer Apparat sein, wenn 3 Millionen... Nee, so groß ist der gar nicht. Aber die haben, ich weiß gar nicht, die sitzen inzwischen, glaube ich, auf einem dreistelligen Millionenbetrag, ganz deutlich dreistelligen Millionenbetrag an Spareinlagen sozusagen, ja. Und die Frage ist, was haben die vor? Und wir können es auch nochmal wiederholen, das ist immer dasselbe jetzt. Dass Google ganz viel Geld reinsteckt in solche Projekte wie Wikidata, ist ja kein Zufall. Also Google möchte, dass die Wikipedia auch noch anderweitig genutzt werden kann. Und wenn man nur ein bisschen genauer hinschaut, merkt man doch, dass zum Beispiel bei Wikidata der Punkt ganz wichtig ist, dass Wikidata es Maschinen ermöglicht, Sprache verständlich zu machen, also die Semantik von Sprache zu verstehen. Dass man Wörter versteht, das ist also eine Worterkennung, gibt es ja schon lange. Jeder, der ein Smartphone hat, wird das ja schon zu schätzen wissen, dass man da quasi seine Texte eindiktieren kann. Aber es wird demnächst auch eine Spracherkennung geben in der Form, dass zum Beispiel, wenn ich telefoniere und sage, das war eine Bombenparty gestern, dass dann eben nicht mehr, wie es heute noch ist, das Ding wird gefleckt und weil ja der Begriff Bombe drin vorkam, ja, und dann kommt ein Geheimdienstmitarbeiter, der dann durchgucken muss, ob derjenige jetzt Bombenparty meint oder ob er meint, dass um 7.30 Uhr am Oldenburger Bahnhof eine Bombe gezündet wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Gespräch einfach gelöscht und wenn es dann doch der Fall ist, dass es also ein Terrorist sein könnte, dann tritt irgendwann mal bei dem zu Hause ein Sondereinsatzkommando mal die Haustür ein. So, und in Zukunft wird genau dieser Punkt wird maschinengesteuert stattfinden. Das heißt also, eine Maschine entscheidet darüber, ob bei mir demnächst zu Hause ein Sondereinsatzkommando die Tür eintritt. Und noch ein paar Jahrzehnte später wird es kein Einsatzkommando aus Fleisch und Blut mehr sein, sondern es werden Maschinen sein. Wer das nicht erkennt, der ist entweder total sediert oder ist einer von einem ganz fremden Planeten. Der schnallt einfach nicht, was hier läuft. Ja, und die Wikipedianer, die jetzt in die Wikipedia reinschreiben, die merken nicht, an was für einem Projekt sie beteiligt sind. Das Projekt Enzyklopädie, das ja jetzt schon zur Propaganda verkommen ist, das ist trotzdem nur ein Nebenprodukt. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Es geht um maschinenlesbare Sprache. Also um die Totalüberwachung von allen Leuten möglichst automatisierte Totalüberwachung, weil das kann man ja mit Manpower in der Form gar nicht leisten. Und dann, wohin das gehen kann, sehen wir jetzt schon in China, wo es so dieses Scoring-System gibt, wo also quasi keiner mehr sich über einen gewissen Bereich hinaus bewegen kann, wenn er nicht genügend Punkte auf seinem Scoring-System hat. Ansonsten werden ihm halt die Mitfahrgelegenheit in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter gesperrt. Also kann man sehen, wohin das Ganze führt und wir werden das auch hier erleben. Also es sind düsterste Aussichten und Wikipedia ist ein kleiner Baustein zu diesem komplett, das ist ja nicht mehr Orwell, das ist so eine Mischung aus Orwell, Matrix und Terminator, ja. Also das, in die Richtung wird es gehen. Ja. Ja. Gut, dann lassen wir es dabei jetzt mal bewenden. Wir haben fast 90 Minuten. Dann werden wir uns demnächst wiedersehen zu einer weiteren Folge von Geschichten aus Wikihausen. Der Stoff geht ja nicht aus und wir haben eine ganze Reihe von Kaninchen im Zylinder. Und steht nicht auf jedem Kaninchen Felix drauf, aber es sind ganz viele Kaninchen, die noch aus dem Zylinder rausgezogen werden. Vielleicht also, steht auf einem Kaninchen auch Horst Grebner drauf, wer weiß. Also, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.